Hallo liebe Freunde, es begrüßt euch Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Gustavo unterwegs. Ich befinde mich in der Sparkasse Arena, wo das Spiel von Göttingen gegen den MBC stattfindet. Ich werde ein paar Interviews führen. Ich denke, dass wir eine fantastische erste Halbzeit gespielt haben. Wir sind rausgekommen mit unglaublich viel Energie. Wir wussten, dass dieses Spiel ein Key-Spiel war, um in die Liga zu bleiben und wie das direkt im Vergleich zu bekommen gegen MBC. Ich denke, dass wir zweite Halbzeit sind wir auch gut rausgekommen. Im vierten Viertel haben wir noch. Das war wahrscheinlich das schlechteste Basketball, was ich gesehen habe in meinem Leben. So viele Ballverluste, so viele Fehler. Das war Oberliga-Niveau, was wir da angeschaut haben. Aber wir haben dann am Ende wieder Big Plays gemacht, die Free Throws haben wir gemacht. Ich denke auch, dass unsere deutschen Spieler heute richtig key waren, mit Lockhart, Kramer und Hund. Und auch Mattes am Ende mit die drei und so und gut verteidigt. Die waren heute sehr wichtig für uns. Wie bedeutet das nächste Spiel gegen Wolfsburg und Oberliga-Niveau? Was war heute anders? Ja, ich denke, dass wir die Dreier, die wir am Anfang getroffen haben, hat uns einen Schwung gegeben, hat uns Energie gegeben. Aber auch MBC ist eine bessere Offensivmannschaft wie Ulm. Warum ist das nicht unterschätzt? So, starke Mannschaft. Guten Abend, Herr Meinersagen. Hallo, guten Abend. Eine Frage. Mit 3.400 Forum hier von den Sparkasse Arena, finden Sie, dass das auf Dauer groß genug ist? Das ist ja bekannt, dass wir gerne in einer größeren Arena spielen würden. Erstmal freue ich mich, dass so viele Zuschauer da sind und dass wir jetzt, glaube ich, das dritte Spiel hintereinander ausverkauft hatten. Aber klar, also natürlich würden wir lieber noch vor mehr Zuschauern spielen und ich glaube, dass das mittelfristig auch notwendig ist, weil die meisten anderen tatsächlich in größeren Hallen spielen, unsere Konkurrenz. Mit zwei Verstärkungen in der Rückrunde, ist das schon abgeschlossen für diese letzte Hälfte? Die Nachverpflichtung? Da wird, also wenn sich keiner mehr verletzt, höchstwahrscheinlich nichts mehr passieren. Das, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Aber man weiß es nie. Also man muss mal sehen, wie die Saison weiter verläuft. Wie waren Sie zufrieden wie heute mit dem Spiel? Ja, wir haben gewonnen. Ne? Da bin ich immer zufrieden. Aber wir haben auch wirklich stark gespielt gegen einen starken Gegner. Auch wenn der MBC erst zwei Siege hat, ist das einfach eine sehr, sehr talentierte Mannschaft. Und die muss man erstmal im Zaum halten. Das ist uns heute einigermaßen gut gelungen. Wir haben eine sehr, sehr starke erste Halbzeit gespielt. Wie immer mit großer Intensität. Also wichtiger Sieg, tolle Leistung. Woran kann das gelegen haben, dass dieser große Unterschied in der Leistung von letztes Spiel zum heutigen Spiel? Ja, ich glaube, dass da gar nicht so ein großer Unterschied war. Die Ulmer haben einfach wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gegen uns hingelegt. Sehr stark verteidigt und vorne im Angriff wirklich auch schwierige Würfe getroffen. Also sie haben es uns wirklich schwer gemacht. Der MBC hat es uns heute ein bisschen einfacher gemacht. Und die Teams liegen alle so eng beieinander, dass häufig Kleinigkeiten den Unterschied ausmachen. Also das mag vom Ergebnis so aussehen, als ob da ein großer Unterschied jetzt bei uns gewesen wäre, aber war wirklich nur marginal. Also wir haben ein bisschen besser getroffen heute. Eine Prognose für das nächste Spiel? Gegen wen spielen wir denn als nächstes? Bayern? Ja. Einfachstes und schwierigstes Spiel der Saison. Ja, also gegen Bayern München erwartet natürlich keiner was.
weil normalerweise verliert man deutlich. Ist das talentierteste Team von den Einzelspielern her. Wir haben im Hinspiel sehr, sehr gut gespielt und ich würde mich freuen, wenn wir das Spiel möglichst lange offen halten können. Mal schauen, ob uns das gelingt. Liegt auch daran der große Unterschied in den Budget? Ja, natürlich, klar. Also das spielt natürlich eine große Rolle und Bayern München dürfte so ungefähr das Zehnfache an Geld haben, was wir haben und hat damit natürlich ganz andere Möglichkeiten und auch ganz andere Ziele natürlich. Und das macht sich auch auf dem Spielfeld bemerkbar, klar. Eine letzte Frage vielleicht, keine Frage, eine Botschaft an das Publikum? Ja, ich kann mich immer wieder nur bedanken. Erstmal, dass so viele Leute zu unseren Spielen kommen, aber auch, was für eine Stimmung bei unseren Heimspielen herrscht. Also das ist eben auch der Vorteil von einer relativ kompakten kleinen Halle. Die Zuschauer spielen eine große Rolle. Deswegen haben wir schon diese Saison einige Spiele gewonnen, weil eben in den letzten Minuten vor allen Dingen die Halle hinter uns stand. Sonst hätten wir auch nicht gegen Alba Berlin zum Beispiel gewonnen. Also dafür vielen Dank. Vielen Dank auch für dieses Gespräch, Herr Meinerstagen. Gerne. So, liebe Freunde, das war ein Beitrag von Gustavo unterwegs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn das so ist, bitte verbreiten. Und wir sehen uns wieder, wenn Gustavo wieder unterwegs ist. Ciao.